selbst rechtfertigen. Ich wurde sehr wütend auf den Krieg, den Tod und die Zerstörung von unschuldigen Menschen. Deswegen war ich nicht zum Militär gegangen. WikiLeaks stellt das Video im April 2010 ins Internet. Wenig später sieht es die Familie der Opfer in Bagdad zum ersten Mal. Der Vater, der den Lieferwagen gefahren hat, ist tot. Seine beiden Kinder haben wie durch ein Wunder überlebt. Wir waren auf dem Weg zur Schule und kamen vom Haus meines Onkels, sagt der Junge. Wem wolltet ihr da helfen, fragt der Reporter. Den Verwundeten. Wir wollten sie mitnehmen, antwortet der Junge. Good afternoon to you. In America today, we are dealing with some newly released and extraordinarily graphic combat video. Wurde von der Organisation WikiLeaks. Von der Organisation WikiLeaks. Online Whistleblower WikiLeaks. Es dauert, bis die Medien die Brisanz des Videos erkennen. Dann ist es eine Top-Nachricht und der Durchbruch für WikiLeaks. Auf einer Pressekonferenz in Washington erklärt Julian Assange das Video und weigert sich, seine Quellen zu nennen. Die USA jagen den Informanten. Gegen die Apache-Besatzung wird nicht ermittelt. Zum ersten Mal genießt Assange weltweite Aufmerksamkeit, aber der Preis ist hoch. In der Gruppe auf Island rumort es bereits vor der Veröffentlichung des Irak-Videos. Einige sehen die Ideale von WikiLeaks in Gefahr. Kleinigkeiten eskalieren. Wir hatten eine Situation, in der habe ich einfach mal versucht, das Fenster zu lüften und Julian das Fenster zu kippen, um die Wohnung zu lüften. Julian ist total ausgeflippt, dass mir das nicht zustände, hier das Fenster zu öffnen, wenn andere Leute frieren müssten und so weiter. Die Gruppe driftet auseinander. Die autoritäre Art von Julian Assange verstört viele seiner Unterstützer. Der deutsche Sprecher von WikiLeaks, Daniel Domscheit-Berg, reist ab. Er ist der Meinung, dass man als Junior, als den er mich sah, den einen Senior nicht kritisieren darf, keine Entscheidung des Leaderships, irgendwie der Führung der Organisation in Frage stellen darf. Wir brauchen keine Götter, wir brauchen keine Herren, weil wir nicht kontrolliert werden wollen. Und wir wollen keine Helden, weil Helden irgendwann Herren oder Götter werden wollen. Im Irak verhaften die Amerikaner Bradley Manning. Er soll das Video und hunderttausende Geheimdokumente an WikiLeaks gegeben haben. Bradley Manning ist ein 22 Jahre alter Soldat im militärischen Geheimdienst. Er war der Ansicht, dass die Öffentlichkeit über die Kriegsführung der Amerikaner und über die zivilen Opfer Bescheid wissen sollte. Manning wird schwere Spionage gegen die USA vorgeworfen. Ihm drohen bis zu 52 Jahre Gefängnis. In einem Chatroom hatte sich Manning dem Hacker Adrian Lamo anvertraut. Manning deutet ihm gegenüber an, die Informationen seien an WikiLeaks weitergeleitet worden. Lamo meldet den Vorfall samt Chatprotokoll der US-Bundespolizei FBI. Der Soldat wird sofort verhaftet. Auf einer Internetkonferenz in New York erklärt Lamo sein Verhalten als patriotische Pflicht. Er habe sich verpflichtet gefühlt, die Behörden zu informieren. I can't say whether Bradley Manning is the source or not. Ich kann nicht sagen, ob Bradley Manning die Quelle war oder nicht, oder Freunde von ihm oder wer auch immer. Er ist jetzt im Gefängnis. Seine Motivation könnte politisch gewesen sein. Ihm stehen 52 Jahre bevor für politische Taten. So wie ich das sehe, ist er der wichtigste politische Gefangene der Vereinigten Staaten. He is, as far as I can see, the most important political prisoner in the United States. He
is galvanizing. Er elektrisiert die Antikriegsbewegung in den USA. Er ist jemand, um den herum sich die anderen aufstellen können. Central figure. Others can rally around. Manning sitzt in Einzelhaft in Quantico, dem Hauptquartier der US Marines. Seine Unterstützer sprechen von Folter. Der Menschenrechtsbeauftragte der UNO will ermitteln. Whistleblowing website WikiLeaks does it again. Last time it was Iraq, this time it's Afghanistan. Our top story this morning, the White House blasting the release of over 90. Im Sommer 2010 schlägt WikiLeaks trotz Mannings Verhaftung erneut zu. Diesmal geht es um Afghanistan. Und Assange hat ein Medienkartell aus einigen der wichtigsten Zeitungen und Zeitschriften der Welt geschmiedet. Der Ort ist London. Die Verbündeten sind die New York Times, der Spiegel und der britische Guardian. Die Veröffentlichungen sind weltweit ein Riesenerfolg. Das ist der Guardian von heute Morgen. 14 Seiten über das Thema. Auch der Spiegel mit 17 Seiten. Assange wirkt wie ein Großwildjäger, der seine Trophäen zählt. Die wahre Geschichte hinter dem Material ist der Krieg. Ein verdammter Beleg nach dem anderen. Hier im Gebäude des Guardians in London waren die Journalisten, darunter Spiegelredakteure aus Berlin, zusammengekommen. Unter strengster Geheimhaltung dürfen sie mit dem Material arbeiten. Es hatte insgesamt auch die Atmosphäre von einer Gruppe von Computerfreaks, die beieinander saßen. Assange selber schlurfte später am Tag herein, teilweise erkennbar unrasiert und noch unausgeschlafen. Arbeitete dann teilweise 12, 18 Stunden am Stück durch, bis in die frühen Morgenstunden. Er ist ein Nachtarbeiter, der immer nachtaktiv ist. Die beteiligten Journalisten sichten eine riesen Datenmenge. Über 90.000 geheime amerikanische Militärberichte aus dem Krieg in Afghanistan müssen analysiert werden. Wer die Quelle ist, wissen sie nicht. Die Spiegelredakteure Marcel Rosenbach und Holger Stark harren wochenlang in dem fensterlosen Raum des Guardian-Gebäudes in London aus. Die Arbeit stellt sie immer wieder vor neue Probleme. Die Grundfrage, die sich, glaube ich, bei jedem Material, nicht nur bei den WikiLeaks-Sachen stellt, ist: Ist das Material authentisch, ist es echt? Das haben wir versucht zu prüfen, so gut es ging, mit Forensik. Also wir haben uns die Dateien angeschaut. Wir sind zu einem bestimmten Zeitpunkt an die US-Regierung herangegangen und haben gefragt, gibt es dieses Material? Wie ist die Stellungnahme dazu? Das Material ist kompliziert. Allein die militärischen Abkürzungen zu entziffern, ist eine Kunst für sich. Sehr schnell werden immer mehr Spiegelredakteure aus dem Büro in Berlin und der Zentrale in Hamburg eingebunden. Alle Geschichten müssen, soweit es geht, überprüft werden. Das Ungewöhnliche an den Afghanistan-Dokumenten, das war schnell zu sehen, war, dass sie einen Einschnitt in der Kriegsberichterstattung bedeuten, weil sie den Krieg erzählt haben aus der Sicht der Menschen, die ihn führen, der Soldaten. Es war ein Blick von unten. Was es an keiner Stelle gab, war das, wonach Sie als Journalist suchen, eine Bewertung, eine Zusammenfassung, eine Art von Bilanz dessen, was passiert, sondern es war der tägliche Rapport aus dem Feld, der auch schwierig zu lesen war, weil vor allem Militärs unglaublich viele Abkürzungen verwenden, die sich Ihnen auf Anhieb nicht erschließen, sodass es für die Redaktion viele Monate harte Arbeit war, dieses Material zu durchdringen, zu verstehen und zu einer Geschichte zusammenzusetzen. Die Zeitungen bestehen darauf, dass WikiLeaks vor der Veröffentlichung alle Namen in den Dokumenten schwärzt, um die Quellen in Afghanistan zu schützen. Assange sagt das zu. Now, here's your Pentagon Channel report. Secretary of Defense Robert Gates and Chairman of the Joint Chiefs of Staff Admiral Mike Mullen. Die Veröffentlichung empört das amerikanische Verteidigungsministerium, weil auf WikiLeaks Webseite noch viele Namen militärischer Quellen zu erkennen sind. Die Konsequenzen auf dem Schlachtfeld könnten ernst und gefährlich sein, sagt Verteidigungsminister Gates. Assange könne schon das Blut eines jungen Soldaten oder einer afghanischen Familie an den Händen haben, meint Generalstabschef Mullen. The blood of some young soldier or that of an Afghan family. Das fing zum Beispiel damit an, dass Julian den Medien eine Redigierung des Materials zugesagt hatte.
Beim Afghanistan-Release war das erste Mal, dass dies auf den Tisch kam, dass Zivilisten, Namen von Zivilisten in diesen Dokumenten hätten entfernt werden sollen. Das war ohne Frage unglücklich, dass da einige Namen veröffentlicht wurden. Aber das wurde vom Pentagon ziemlich dramatisiert, als die sagten, WikiLeaks hätte Blut an den Händen. Ausgerechnet von einer Organisation, die viel Blut an den eigenen Händen hat. Und es gibt keinerlei Berichte, dass durch unsere Informationen irgendjemand verletzt worden ist. And as of now, I mean, there have been no reported incidents of anyone that has been hurt by this information. London, Oktober 2010. WikiLeaks holt zum nächsten Schlag aus. Wieder präsentiert Assange amerikanische Militärdokumente der Weltöffentlichkeit. Diesmal geht es um den Irak. Und die Dokumente belegen, wie verheerend die Lage in dem Land ist und wie wenig Amerika erreicht hat. Wir haben ihn beobachtet am Vorabend der Irak-Veröffentlichung, wo er bis 5 Uhr morgens beobachtet hat, wie die Veröffentlichung ihren Weg im Internet nimmt. Er wusste, er hat am nächsten Morgen um 10 Uhr Pressekonferenz. Er hat sich dann einfach für 3 Stunden zusammengerollt unter dem Schreibtisch auf einem kargen Teppich, ohne Decke, ohne Bett und hat einfach 2,5 Stunden, 3 Stunden auf diesem Teppichboden geschlafen bis 8 Uhr morgens, ist dann geweckt worden, hat sich einmal kurz rasiert, hatte noch die Anzughose an, in der er die Nacht verbracht hat und ist damit auf die Pressekonferenz gegangen. Julian Assange genießt das Scheinwerferlicht. Seine Vision von Informationsfreiheit hat Erfolg. Der schlaksige Hacker aus Australien ist zum internationalen Politstar geworden. Die Medien ernennen ihn zum Mick Jagger des Internetzeitalters, zum Popstar der Computerszene. Er lässt keine Gelegenheit für ein Interview oder einen öffentlichen Auftritt aus. Wir haben sehr viel darüber diskutieren müssen, dass er der Meinung war, ich will ihm seinen Ruhm klauen oder will ihn von der Pole Position als der Superstar des Projekts verdrängen. Aus meiner Sicht vollkommener Quatsch, aber es reflektiert ja das, dass er sich selbst in dieser Position sah. Und das zeigt ein wenig, dass er aus dieser Denke heraus überhaupt erst zu dem wurde, was er heute ist. Er hat sich bewusst zu dem Popstar gemacht, der er heute ist. Als wir ihn in London einmal fotografieren wollten für den Spiegel, hat er 3 verschiedene Outfits mitgebracht und dann alle 3 anprobiert, um zu gucken, welches wohl die beste Wirkung erzielen würde. Also er ist schon jemand, der sich seiner eigenen Wirkung sehr bewusst ist. Der Medientrubel kaschiert ein wichtiges Ereignis. Diese Freundschaft ist schon längst zerbrochen. Am Streit um den richtigen Umgang mit geheimem Material. Also wir alle waren der Ansicht, dass diese Cables auf keinen Fall hätten veröffentlicht werden sollen, während es die Problematik in den USA gab, dass Bradley Manning als Militärangehöriger verdächtigt wurde, uns diese Cables zugespielt zu haben. Die Zeitschrift Wired dokumentiert den Computerchat, in dem es zum Bruch kommt. Assange wirft Domscheit-Berg vor, er habe einem Journalisten gegenüber von Querelen in der Organisation erzählt. Wütend suspendiert der WikiLeaks-Gründer seinen engsten Mitarbeiter für 1 Monat. Die Suspendierung hat Julian als Ankläger, Richter und Henker in Personalunion selbst vollstreckt. Er selbst hat dann auch noch gesagt, er würde eine Anhörung arrangieren. Also er war dann auch noch das Revisionskomitee, oder wie man das nennen möchte, zusätzlich. Niemand hat diese Ansicht geteilt. Alle anderen aus unserem Team haben gesagt, dass das nicht in Ordnung ist, dass er sich so verhält, dass er diese Macht für sich alleine beansprucht und er mich jetzt einfach abschaltet. Er war aber allerdings überhaupt nicht verhandlungsbereit. Er hat in der Auseinandersetzung mit einem der Dissidenten, wie ich finde, einen sehr schönen, einen sehr wahren Satz geschrieben. Er sei das Herz und die Seele, der Gründer, der Vordenker der Organisation und auch der Programmierer und eigentlich alles. Ich habe ihn darauf angesprochen, dass es ein sehr harter Satz sei, der auch sehr autoritär sei. Hat er etwas verlegen gelächelt und gesagt, ja, aber dieser Satz ist wahr. Und ich glaube, das beschreibt am Ende ganz gut, wie seine Rolle ist. Er ist der Sonnenkönig dieser Veranstaltung. Und den kritisiert man nicht.
Daher kommt es fast zum Bruch des Medienkanals.